Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Elden Ring Tipps Video. Ich zeige euch, wie ihr am Anfang von jedem Bild super schnell super viele Runen bekommt. Wie immer würde ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo freuen, denn viele meiner Zuschauer haben noch nicht abonniert. Ihr geht als allererstes mal zu den Ruinen eines Wegpunkts. Das ist im Startgebiet total easy und hier holen wir uns nämlich einen Federtierfuß. Da sehen wir ihn schon. Stellt euch bitte beim Killen der Gegner nicht so dämlich an wie ich. Das kann man auf jeden Fall besser machen. Und wenn ihr die drei erledigt habt, ich glaube, den da hättet ihr sogar stehen lassen können, ich bin mir nicht ganz sicher, dann holt ihr euch das Item und habt schon mal das Item, was wir brauchen, um unsere EP, die wir erhalten, zu erhöhen. Danach geht ihr zur dritten Kirche von Marika. Ist nicht weit weg von da, da könnt ihr easy hinreiten, bleibt auf den Wegen, passt auf Christis auf, holt euch hier auf jeden Fall die Flasche der wundersamen Arznei mit, das ist eigentlich in jedem Bild Pflicht. Wir persönlich brauchen jetzt hierfür nicht. Die heilige Träne packen wir auch ein und holt euch auf jeden Fall auch immer alle Gnaden. Das kann ich euch als Anfänger auf jeden Fall mitgeben. So, und an der dritten Kirche von Marika, deswegen sind wir eigentlich hier, gibt es ein verstecktes Portal, was euch direkt ins Endgame-Gebiet dieser Umgebung bringt. Da gehen wir durch. Und greift hier bitte nichts an, ja? Die Gegner hier one-shotten euch, gerade wenn ihr noch relativ am Anfang seid. Ja, ganz besonders er da. Ich zeige euch mal ungefähr den Weg, den wir auf der Karte reiten. Ich habe jetzt die Karte aus dem Gebiet noch nicht. Das wird bei euch auch so sein. Deswegen folgt einfach dem Weg, den ich euch zeige. Da vorne haben wir einen Baum. Reitet hier ruhig so eine kleine Kurve, denn rechts steht ein Gegner. Nehmt euch hier die goldene Saat mit. Das kann nicht schaden. Und dann reitet ihr da unten zur nächsten Gnade. Holt die bitte auch, denn beim nächsten Step, da kann schon mal was schief gehen. Dann würdet ihr einfach hier wieder anfangen. So, nämlich da steht ein Drache auf der Brücke, an dem müsst ihr einfach vorbeireiten. Das klappt in der Regel auch. Aber ich bin auch schon mal am Baum hängen geblieben oder so. Dann kriegt er euch. Und der one-shottet euch natürlich auch. So, ihr folgt weiter dem Weg. Und gleich hier reitet ihr einfach geradeaus durch das Blitzfeld hier durch. Zwischen den Töpfen durch, denn da hinten haben wir so einen Luftstrom, der euch nach oben befördert. Ja, und dann sind wir auch schon da. Zur Rechten sehen wir schon den Drachen, dieses riesige Konstrukt da. Wir holen uns aber erstmal die Gnade hier. Genau, dann können wir da gleich auch skillen direkt. So. Wenn ihr euch hier hinten in diese Fußbeuge des Drachen stellt, fangt ihr an, auf ihm rumzuhacken. Ihr seht jetzt oben links gleich unter meiner Ausdaueranzeige seinen Lebensbalken. Er ist relativ lang, deswegen skippe ich jetzt mal vor. Kurz bevor der Drache tot ist, nehmt ihr den Federtierfuß, vergesst es bitte nicht, ja? Und dann gebt ihr dem Drachen den Rest. Und jetzt achtet mal gleich unten auf die erhaltenen Runen, ja? Ich kriege jetzt einmal gleich, wenn er kaputt ist, erstmal irgendwie um die 60.000 und das wird nochmal krass erhöht. Ja, 64.000. Und jetzt achtet mal, was passiert. Ja, 96.000, also fast 100.000 Runen mit diesem Trick. Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen weitergeholfen. Wie gesagt, der Start für jeden Bild, der optimale Start für jeden Bild, den ihr anfangen wollt. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer SkyMax. Ciao. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich gerne abonnieren, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Außerdem könnt ihr diesem Video einfach eine positive Bewertung da lassen.